Glück auf und Vorhang auf zu den Chroniken der Stadt und neuen Abenteuern aus den Höhlen unter Hunsgrab. Und ja, wir sind auf einer kleinen Höhlentour, die wir einfach mal spontan gestartet haben, um den Strand etwas sicherer zu machen und um die Umgebung auch etwas sicherer zu machen. Großen Erfolg hatten wir auf jeden Fall, denn wir haben schon ordentlich Kohle und Eisen und sowas gefunden. Und ja, auch Lapis und Gold war auch dabei. Und wir haben jetzt hier einen neuen Gang aufgetan, den wir jetzt weiter erkunden werden. Wir werden eine Sofort-Höhlentour machen, das heißt, wir werden alle Rohstoffe sofort abbauen und uns auch mit dem begnügen, was unsere Haltbarkeit und Effizienz-Spitzhacke da so aus dem Fels kloppt. So ist zumindest erstmal der Plan. Wir sind in einem riesigen Höhlensystem unter Hunsgrab. Das heißt, wir müssen unbedingt auf die Nacht achten, denn jedes Mal, wenn wir zu spät ins Bett gehen, spawnen da oben Monster, die unten keine Zeit hatten oder keine Lust hatten zu spawnen. Und die werden unsere Dorfbewohner bedrohen. Das ist also Ultra-Gefahr sozusagen. Nicht nur für uns, sondern auch für unsere lieben, lieben Dorfbewohner, die uns ja so wichtig sind, dass sie unbedingt geschützt werden müssen. Aber die gute Nachricht ist, es gibt hier massig Rohstoffe. Wie zum Beispiel Kohlen, Eisen. Das zumindest erstmal. Ganz ungeahnte Quellen werden hier aufgetan. Und da unten ist auch anscheinend ein See, wie es aussieht. Dieses Graue, das kann ich noch nicht so richtig einordnen, was es sein soll. Aber genau darauf gehen wir jetzt gerade zu, was wieder gut ist. Kies haben wir ja auch ein bisschen mitgenommen. Und hier scheint aber Ende zu sein. Aber ein Ende mit Lapis ist auch ein gutes Ende. Das Lapis nehmen wir gleich mal so mit. Sobald wir dann einen Stack voll haben, werden wir aber den umwandeln. Es geht aber da noch weiter. Man sieht das auf der Minimap. Diese Möglichkeit hatte man früher nicht. Und deshalb werden wir die jetzt einfach mal nutzen. In der Neuzeit sozusagen, um uns fortzubewegen. Das Gold. Seht ihr? Das hätten wir glatt übersehen. Das nehmen wir natürlich auch mit. Klar, Logo. Die Goldreserven einer Stadt zeigen immer auch, wie hartnäckig dein Bürgermeister ist. Sehr hartnäckig in diesem Fall. Wenn ich da mal von mir sprechen darf. Okay, hier ist nichts mehr. Aber wir sehen ja, da ist irgendwas. Da. Genau hier. Das heißt, wir würden uns hier erstmal durcharbeiten. Aber entweder ist es jetzt genau über uns. Ist genau über uns, ne? Stimmt. Unsere letzte Fackel. Wir machen noch mal ein paar. Wir haben ja noch massig Krams dabei. So. Zack, jetzt haben wir genug Fackeln für den Rest der Reise. Gehen wir hier noch ein Stück weiter? Oder ich weiß es noch nicht so genau. Wir sind auf Ebene 21. Wir sind relativ hoch. Wahrscheinlich müssen wir einfach ein bisschen runter. Und schon haben wir den Ort erreicht, den wir haben wollen. Ich höre Lava. Das ist nicht gut. Lava ist nie gut. Eben 19. Normal müssten wir jetzt eigentlich... Ah, schaut mal. Ja. Okay. Aber hier ist ausgeleuchtet. Hier waren wir schon. Okay, wir haben also einen Seitengang aufgetan zu einer Höhle, in der wir schon mal waren. Ich habe da hinten einen Creeper-Planschen gesehen. Habt ihr den auch gesehen? Da ist er. Der kann ruhig explodieren. Der ist im Wasser. Bäm. Es gibt keinen Schaden. Wenn ein Creeper im Wasser explodiert, richtet er weder an seiner Umgebung noch an euch irgendwelche Schäden aus. Das ist gut, ne? Und es ist gerade schon wieder Mittag. Naja. Ah, eine Spinne hört man hier noch. Da oben ist ein Andy, Mann. Und den haben wir gerade genau ins Auge geguckt, also in die Augen geschaut. Sollte man eigentlich nie machen. Und da oben ist eine Kiste. Wo sind wir denn hier? Kiste und eine Werkbank. Die Kiste ist leer. Spinne. Oh, Mann. Das hat sie schlau gemacht. Erst an mir vorbeigerannt und dann von hinten angegriffen. Gar nicht so dumm, wie so aussieht. Da oben ist ein Creeper, der kommt jetzt runter. Zack. Und zack. Das Ohr. Ich dachte... Oh, alter Schwede. Den hat es aber richtig zerrissen. Begraben unter Tonnen von Lava. Wir machen hier mal ein bisschen Licht. Ender, auf die Beine, 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 auf die Beine. Enderperle. Haha. Eine. Eine. Hier geht's weiter. Und hier geht's auch noch richtig nach unten. Ich höre Schweine.
Das glaubt mir doch keiner, dass ich hier irgendwo unter der Erde auf einmal Schweine höre. Wir sind wahrscheinlich unter Hundsgrab, wo es... Na, es kann doch überall anders sein, in der Ebene. Alter Schwede, guckt euch diese Höhlen hier an. Das ist schon krass, dass wir sowas noch nicht entdeckt haben. Weil die sind nirgends Fackeln. Das ist ein ganz klares Zeichen dafür, dass wir hier noch echt noch nicht waren. Da ist ein Zombie-Naut. Und das sieht mir sehr nach Ebene... ja, nach einer Minusebene, also nach einer sehr tiefen Ebene auf jeden Fall aus, in der wir uns jetzt hier gerade bewegen. Hier ist Kohle. Das ist sehr gut. Die werden wir uns erstmal holen. Die Kohlen. Ja, und dann weiß ich nicht. Tageslicht oder weiter Abenteuer und versuchen, hier möglichst viel rauszuholen. So eine Gelegenheit kriegen wir... Ah, na gut, hier brauche ich nicht mehr weiter abbauen. So eine Gelegenheit kriegen wir so schnell nicht wieder. Hier direkt unter unserem Zuhause sozusagen. Sowas zu finden. Kommt einer von hinten? Gehört habe ich nicht schon. Da geht es auch überall noch weiter. Alter Schwede. Mit der Fackel. Und jetzt mit dem Schwert. Und zumindest die Kohleausbeute ist ja grandios. Ja. Müssen wir mitnehmen, ne? Wer bist du denn? Okay. Ich glaube, wir gehen hier einfach mal weiter. Die Kohlen müssen wir aber mitnehmen. Ach, guck mal, die Insel. Das ist das Titellied von der Insel. Das ist ein Skelett. Ja. Oh, Hexe. Hexe, Hexe, Hexe. Hexe, Hexe. Ich höre schon. Hat sie mich schon vergiftet? Hexe, Hexe, Hexe. Hexe, Hexe, Hexe. Wo ist sie? Bogen rausholen. Bogen rausgeholt. Was essen? Eine Hexe unter Hundsgrab. Alter Schwede. Die Hexenwacht zu fern, ne? Ja, es ist unser Bogen. Wo war sie? Vermaledeite. Die. Da ist er. Das könnte auch ein Bogenschütze gewesen sein. Ja, das ist er. Erledigt. Verfluchte Hexe. Also, wenn er mal auf eine Hexe trefft, immer mit dem Bogen gegen die vorgehen, weil die sind echt bitter, bitterböse auch. So, und so. Weil die vergiften euch, und dann geht er runter bis auf einen Lebenspunkt. Das ist nicht so das Problem. Das Problem an der Sache ist, dass sobald ihr dann... Boah, alter Schwede, was für Schätze. Was für Schätze. Das Problem ist, wenn euch dieser eine Lebenspunkt dann von einer anderen Kreatur genommen wird, dann seid ihr unwiederbringlich krank oder sogar tot. Also das ist dann sozusagen euer Ende. Und wir müssen hier raus irgendwie kommen. Ah, hier mal lang. Hier geht es noch weiter runter, aber auch nur in die Lava, was nicht unser Ziel sein sollte. Irgendwo hatten wir aber noch einen Weg aufgetan. Ich glaube, hier hinten war das. Genau, wir wollten hier die Kohlen mitnehmen. Sicher ist es jetzt einigermaßen. Und ich gucke mal auf die Zeit. Es wird gerade wieder dunkel. Alles ist gut. Wir werden also gleich nochmal schlafen. Und das sind immer so Ecken hier. Die sind natürlich immer sehr verlockend. Aber sollte man auch mal ausleuchten. Weil jetzt können die Monster von hinten kommen einfach. Und ich kriege das gar nicht mit. Besonders die Creeper, die machen ja überhaupt keine Gehgeräusche. Also beim Gehen machen sie keine Geräusche. Die schweben mehr so über dem Boden wie so ein Hoverboard. Und ja, die hört man nicht, die sieht man nicht. Man hört es dann nur zischen und dann kracht es und dann war es das. Dann hat er einen halt auch erledigt. Okay. Ja, hier können wir auch noch mal ein bisschen ausleuchten. Kann ich schaden zumindest. Da unten ist Redstone. Oh, und es geht immer noch weiter. Und ich weiß nicht genau, wo wir sind. Wir sind auf jeden Fall nicht mehr in Nord am Ei. Aber in einer riesigen Höhle. Und ich höre ein Skelett, was hier irgendwo angelatscht kommt. Und wir können schon keine Kohle mehr mitnehmen. Dafür können wir aber sehr schön hier diese Dinger wegwerfen. Ja, also es lohnt sich immer noch, die Höhlen unter Hundsgrab zu erkunden. Da hinten ist das Skelett. Da. Ich markiere das mal mit einem Pfeil. Okay. Der Pfeil zeigt das Skelett. Hier waren wir überall noch nicht. Ja. Ja, ist gut.
Am besten immer hinter so Kanten kommen. Und wer ist da oben? Noch ein. Oh, zwei Skelett. Zwei Bogenschützen. Okay. Die nehme ich hier ganz schön unter Beschuss. Aber die haben wir erledigt. Okay. Alter Verwalter. Und da geht es noch weiter runter. Und da ist noch ein Skelett. Das ist ja bald hier nicht mehr wahr. Mal sehen, ob wir das in die Lava reinschuppen können. Nee, aber es ist uns. Ich wollte es gerne in die Lava schuppen. Jetzt schießt es mit Brandpfeilen. Ist klar, weil es in der Lava steht, ne? Abgewehrt. Bäm, jetzt ist es drin. Haha. Hoho. Hihi. Das hast du nun davon. Ja, Freunde, ich glaube, wir müssen mal versuchen zu pennen. Es ist nämlich Nacht. Ich höre einen Zombie. Kannst du nicht schlafen, weil Monster in der Nähe sind oder weil Nacht ist? Verdammt. Das kann ich natürlich jetzt nicht bestimmen. Da geht's noch runter. Dann müssten wir mal die Lava hier zumachen. Dann müssen wir hier gleich ausleuchten. So. Pen. Monster in der Nähe oder na. Wo sind wir hier? Verdammt. Ich höre ja Monster. Das heißt, es könnte auch sein, dass wir einfach nur nicht schlafen können, weil Monster in der Nähe sind. Jetzt können wir schlafen. Alto Belly. Und da geht es noch richtig weit runter. Wir sind auf Ebene 17 und da geht es noch richtig weit runter. Das Eisen nehmen wir natürlich hier mit, was hier so rumvegetiert. Oh, ist gleich mal verbrannt. Sehr schlau von uns. Ah, hier ist noch mehr davon. Ja, das nehmen wir alles mit. Hier ist dann aber auch Ende im Gelände. Mal eine Fackel setzen. Zack und zack. Großer Lavasee, aber das Eisen hier an der Ecke vom Lavasee können wir auf jeden Fall noch mitnehmen. Wenn wir schon mal hier sind. Okay, wir wollen ja keine Diamanten farmen, weil... Richtig. Wir wollen keine Diamanten farmen, weil wir gar nicht das entsprechende Werkzeug dabei haben. Und dann halt immer nur einen Diamanten rauskriegen würden. Das heißt, ich würde mich jetzt auf den Rückweg nach oben begeben. Ich weiß nicht, ob der hier ist. Das ist sehr unwahrscheinlich eigentlich, dass er hier ist. Aber manchmal hat man ja auch, gerade wenn man Opa Zeron heißt, hat man ja auch manchmal Glück. Okay, die Kohle nehmen wir noch mit. Unsere kurze Exkursion in die Tiefen der Welt unter Hunsgrab war auf jeden Fall sehr erfolgreich. Was Rohstoffe angeht. Vor allem die Menge in der kurzen Zeit. Das ist schon sehr beeindruckend. Kann man nicht anders sagen. So, die ganze Kohle nehmen wir mit. Kohle kam damals wirklich in riesigen Mengen vor. Wahrscheinlich gab es mal einen riesigen Brand hier im Dreielmland, wo dann ganz viele Bäume einfach verbrannt sind. Und davon natürlich noch die ganzen Kohle, Stein, die wurde ja dann gepresst, ne, die Holzkohle von den verbrannten Bäumen oder auch von den Bäumen überhaupt. Und davon dann halt die ganze, diese unglaublichen Mengen an Kohle, die hier unter Hunsgrab ruhen. Auch in der Decke zum Beispiel. Wo man sie erst gar nicht sieht. Macht das niemals, was ich gerade mache. Über Kopf abbauen ist einfach nur Leichtsinn. Es hat nichts mit Coolness zu tun. Ist einfach nur Leichtsinn und Dummheit. Stellt euch immer so ein bisschen schräg hin am besten. So, okay, Kohle haben wir jetzt echt genug. Wir werden mal versuchen, wieder rauszukommen. Ehe die Folge zu Ende ist. Zack. Da oben geht es lang. Dann gehen wir doch da mal lang. Immer die Wege nutzen, die sich einem bieten. Von der Natur auch manchmal. Wo? Hat der das gehört? Ah, es könnte Flapsi gewesen. Es könnte Flapsi gewesen sein. Fackel links, weil es ja ein Weg nach oben ist. Fackel links. Das Erz noch mitgenommen. Ich bin gespannt, wo wir rauskommen. Ich bin echt gespannt, wo wir hier rauskommen, wenn wir rauskommen. Flapsi, flieg mir nicht in die Spitzhacke, Freundchen. Hört ihr das? Es ist im Lied, ne? Ist da oben hell? Oh wei. Ich höre Schafe. Ich sehe Eisen. Das ist gut. Schafe hören ist gut, Eisen sehen ist gut. Bin ich schon im Bocksprung? Wäre natürlich ein Witz, wenn ich mich bis Bocksprung durchgeblättert hätte. Oder ich bin direkt unterhalb
der Formel Schweinsstrecke unter unserer Schafweide. Die ist hier gleich irgendwo, passt auf. Tada! Tja, ein Skelett. Ah! Okay. Kurz hier um die Ecke. So. Bazinga! Ja, ein paar Punkte hat er uns da gelassen, aber leider keine Knochen. Können wir immer gut gebrauchen. Falls wir unsere mal brechen, na, haha. Noch mehr Eisen. Okay, haben wir noch Zeit? Ja, haben wir noch. Wir sind schon relativ an der Oberfläche. Und was meint ihr? Wo kommen wir raus? Habt ihr das so ein bisschen verfolgt, wo wir lang gegangen sind? Ich glaube, wir sind noch unter Hundsgrab. Ich habe zwar keine Dorfbewohner gehört, die das ganz klar natürlich dann aussagen würden. Ich denke mal, wir sind jetzt beim Eichinger Hof unter dem Schafsgehege. Was lassen wir mal hier? Nein. Ein Eisen? Wo haben wir den her? Vier Spinnenaugen kommen. Spinnenaugen habe ich immer so eine Affinität gegen. irgendwie, die weiß ich nicht. Die kann man ja brauchen, um da Tränke rauszubrauen. Da ich aber kein großer Alchemist bin, man hört sogar die Hufe der Schafe schon. Nicht die Rufe, die Hufe der Schafe hört man schon. Was ja schon eine Menge aussagt, ne? So, die Kohle haben wir noch mitgenommen. Wir brauchen die Kohlen. Mäh, ja, ich bin genau unter euch. Hier ist auch noch Kohlkram. Okay, warte mal. Das sieht mir sehr schluchtmäßig aus, oder zumindest ein Gang, der hier weiterführt. Hier geht's runter bis zur Lava. Habt ihr gesehen, ne? Ganz kurz eben konnte man sehen, da unten war Lavaschein. So. Schafe verstummen wieder, das heißt, die sind wieder weit entfernt. Wir sind aber recht hoch. Wir könnten uns natürlich jetzt hier einfach nach oben buddeln, ne? Wir sind ja schon sehr hoch und wir haben die Schafe gehört. Und da ist schon Erde. Wo kommen wir raus? Das ist die Frage. Das ist die Frage, die uns jetzt alle beschäftigt. Ich mache mal eine Fackel. Wo kommen wir hier raus? Wir sind schon fast an der Oberfläche. Da kommt Sand runter. Sand? Sind wir echt wieder am Strand? Wasser. Okay. Schaffen wir das? Wir kommen im Wasser raus. Wir sind am Strand von Norderney immer noch. Jetzt schaffen wir es aber nicht mehr aufzutauchen, oder? Tauch auf. Ja. Wir sind am Strand von Norderney. Tatsächlich. Hui, und haben hier mal so ein bisschen die Gegend abgegrast. Und wir haben festgestellt, hier ist noch einiges. Und wir gucken mal, ob es den Dorfbewohnern noch gut geht. Ja, sieht ganz so aus. Na, bei euch alles in Ordnung? Hui, Schwein gehabt. Und wir haben ordentlich Kohlen mitgebracht, Freunde. Wir haben ordentlich Kohlen mitgebracht. Hier haben wir unser Kaktusgrün vom letzten Mal noch. jetzt haben wir andere Musik hier. Alter Schwede. Das war ein kleiner Dorfbewohner, oder? Habt ihr den eben auch gehört? Huh. Wo? Habt ihr Nachwuchs gezeugt? Zufällig? Als ich nicht da war? Das war ein kleiner Dorfbewohner. War euch alles in Ordnung? Alles Ugo? Alles Ugo. Kumpeloma, ja. Okay, dann würde ich sagen, schauen wir mal, was nämlich auch noch wichtig ist. Ich habe einen kleinen Dorfbewohner gehört, ganz klar. Ich weiß aber nicht wo. Ob hier schon jemand am Arbeiten ist? Ne, hier ist noch kein Mensch am Arbeiten. Egal, da können wir uns jetzt nicht drum kümmern. Wir wollen ja in der nächsten Folge den Strandwächterturm weitermachen, der so ein bisschen aussieht wie ein Creeper. Und ich werde hier mal die Kohlen reinpacken, damit wir hier unseren automatischen Ofen noch ein bisschen besser beheizen können. Der füllt sich jetzt hier auf bis 64, der Rest bleibt dann hinten drinnen. Wir können den jetzt natürlich als Eisenofen benutzen. Müssen wir aber nicht. Wir können auch vorne unseren Ofen einfach als Eisenofen wieder benutzen. Den hier, ne? Einen von denen zum Beispiel.
Wir nehmen einfach dieses Kaktusgrün raus und packen da mal Eisen rein. 64 Stück. Hier können wir auch nochmal das rausnehmen und da packen wir auch 14 Eisen rein. Da könnten wir dann 13 Gold reinpacken, die wir gefunden haben. Ja, war doch, kann man nicht meckern, oder? Ja, ich kann nicht meckern. Was denn? Nee, Schweinefleisch verkaufe ich nicht. Und wir haben ein bisschen Lapis eingesammelt. Das ist doch alles ganz ordentlich. Und ich würde sagen, jetzt haben wir genug groben Baumaterial, um hier weiterzumachen in der nächsten Folge. Wir haben auch noch ganz nebenbei 1, 2, 3, 4 Stacks mit Stein eingesammelt, mit Bruchstein. Da kann es also beim nächsten Mal weitergehen. Und ich sage von dieser Stelle, liebe Leute, gehabt euch wohl, spielt tapfer weiter Minecraft. Treibt euch nicht in Höhlen rum, die ihr nicht kennt. Und auf Wiedersehen.